Ja, moin Leute, willkommen zurück zum 11. Teil meiner Ape New and Tasty Let's Play Reihe. Wir sind jetzt in Zulag 4 angekommen. 20 Mudokons gibt es hier zu befreien, zwei Geheimgänge gibt es zu finden. Ich danke fürs Einschalten, viel Spaß beim Video und wir starten direkt. Alter, fuck war das laut. Das fetzt mir glatt die Ohren weg. Wir klettern erstmal ganz nach oben. Warten, bis das Licht nach links läuft. Passt natürlich auch auf die Lichtschranke auf und rennen ja ganz nach rechts. Gehen ja einmal rein und wieder ganz viele Zwischenspeicher nutzen. Auf schwer ist das echt Pflicht. Wir gehen jetzt hier an den Schalter. Und an dem Schalter angekommen, beziehungsweise an dem Hebel, wenn wir den ziehen, kommen drei Slicks runter. Müssen wir ganz schnell nach oben springen. Und jetzt krallen wir uns ein der Slicks. Rotzen wir jetzt einen nach dem anderen weg. Da lohnt es sich, wie gesagt, immer mal zwischenspeichern. Denn mit dem Slick müssen wir jetzt so viele gegnerische Slicks wie möglich weghauen. Fahren hier runter. Laufen hier erstmal ganz nach rechts, damit uns einer der Slicks nicht erschießt. Warnen natürlich wieder die Mudokons, damit keiner von denen drauf geht. Alles klar, dann haben wir das hier schon erledigt. Warnen hier wieder den Kollegen und erschießen diesen. Können wir hier runterspringen, laufen ganz nach rechts, damit wir die Slicks hier auch einzeln schön wegrotzen können. Und damit haben wir diesen Teil schon erledigt. Wir können uns hier selbst zerstören. Wir können diesen Sprachschalter, sage ich jetzt einfach mal, den können wir ignorieren. Du folgst uns jetzt. Und dann lassen wir uns einfach runterfallen. Und dann kann der hier warten. Wir krallen uns wieder ein der Slicks hier unten und müssen sofort wieder die Mudokons warnen. Okay, ich bin jetzt hier drauf gegangen mit dem Slick, das ist aber nicht weiter wild. Holen wir uns den noch. Und mach den platt. Jetzt können wir ja durch diese Lichtschranke laufen. Wenn der Alarm ertönt, ist das nicht weiter wild. Laufen nach rechts. Und dieser Teil ist ein bisschen schwieriger. Wir müssen mal aufpassen, dass wir diesen Slick nicht wecken. Und auf schwer ist es so, dass hier zwei Slicks patrouillieren und da ist es manchmal ganz schön schwierig, auf diese Plattform, die hier über uns ist, raufzukommen, ohne dass wir weggerotzt werden. Also muss man hier echt vorsichtig sein. Der jetzt hier nach rechts läuft, sofort rüber und hoch. Das hat super funktioniert. Jetzt ziehen wir an dem Hebel, damit wir diese Blitzschranke deaktivieren. Und dann können wir die Mudokons schon mal hier rüber lotsen. Und die können hier warten. Jetzt können wir uns hier so ein paar Granaten krallen. Die brauchen wir nämlich jetzt. Dann gehen wir wieder zurück und zerstören diesen Unterdrücker. Zack. Und jetzt können wir uns hier die Slicks schnappen. Ach, das hat nicht geklappt. Nicht so wild. Also holen wir uns den auch noch. Geh nochmal kurz nach rechts. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier noch was war. Nee. Okay. Damit können wir die Mudokons befreien. Achso, wir müssen da oben noch natürlich die beiden holen. Stopp! Die müssen warten. Wir müssen die nämlich einzeln befreien, ansonsten rennt er nämlich jetzt hier durch die Lichtschranke. Okay, die beiden haben es verstanden. Die folgen mir. Die müssen jetzt hier wieder warten, weil das Problem ist, wenn wir durch die Lichtschranke laufen, wird diese Blitzschranke wieder aktiviert. Also gehen wir erstmal hier wieder zurück, springen hier hoch und deaktivieren die wieder. Ansonsten geht die Mudokons nicht drauf. Muss man echt vorsichtig sein. Und jetzt könnt ihr mir alle folgen. Schon
haben wir in diesem Abschnitt alle Mudokons befreit. Nehmen noch ein paar Granaten mit. Laufen bis ganz nach rechts. Und haben den ersten Teil dieser Tür schon mal gemeistert. Wir laufen jetzt erstmal hier komplett nach rechts, ohne Zwischenstopp. Da kommen lauter Slogs, die uns verfolgen. Springen jetzt hier hoch. Hauen hier wie immer ein Quicksave raus. Und dann laufen wir bis ganz an den Rand und lassen dabei eine Granate fallen. Manchmal klappt das nicht richtig und dann bleibt die Granate an der Ecke liegen. Deswegen mache ich das immer so, dass der so ein bisschen kurz vorm Runterstürzen ist. So, jetzt können wir hier nach links laufen. Bis zu diesem Schalter. Krallen uns den Slick. Und hauen die ganzen Slogs weg, die da jetzt gleich aus dieser Hütte kommen. Das war's, alles klar. Jetzt können wir den Hebel aktivieren, dann ist dieser Schalter schon umgelegt. Und da oben brauchen wir nicht weiter, deswegen, naja, die Lichtleiste bräuchte man jetzt gar nicht erst deaktivieren. Springen nochmal kurz hier hoch, holen uns nochmal ein paar Granaten. Und dann können wir die Kollegen hier mitnehmen. Hier müssen wir noch den Hebel ziehen. Damit können wir diese Kollegen hier schon befreien. Jetzt können wir wieder zurücklaufen. Bis an den Anfang und haben die erste Tür schon erledigt. So, da hoch. Einmal hier rüber. Den Abschnitt erledigt. So. Jetzt laufen wir erstmal bis hierher. Wir hauen einmal hier diesen Unterdrücker in die Luft. Laufen dann so weit, bis der obere rechte Unterdrücker aus dem Weg ist. Beziehungsweise nicht mehr zu sehen ist, damit wir hier keine Gewisch kriegen und uns einen der Slicks schnappen können. Erschießen den direkt, gehen noch ein Stück weiter, lassen uns runterfallen, erschießen die beiden und können sie in die Luft hauen. So, dann können wir direkt weiter, müssen nur aufpassen, dass wir nicht den Alarm auslösen, ansonsten kommen nämlich weitere Slicks hier noch runtergefallen. Puh, das war jetzt aber knapp. Bei dem Checkpoint springen wir einmal nach oben und dann haben wir den ersten Geheimgang. Hier können wir durchrollen. Schnappen uns den Slick, relativ einfach hier, die zu befreien. Und dann können wir die drei befreien. Dann können wir jetzt zurückrollen. Laufen wir hier bis ganz ans Ende und sind in der zweiten Tür angekommen. Weiter geht's. Wir springen erstmal hier rüber, krallen uns hier diesen Flick. Und danach ziehen wir den Hebel und dann kommen hier ganz toll viele Slogs auf uns zu. Die müssen wir alle wegrotzen. Hier gibt es übrigens auch eine Trophäe zu gewinnen. Ich glaube, das waren 30 Slogs in 30 Sekunden oder unter 30 Sekunden. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. So, dann geht es nämlich jetzt hier weiter. Schnell den Hebel ziehen, wenn man Bock auf die Trophäe hat. Geht hierher. Und haut die alle weg. Die Trophäen, die erscheinen bei mir halt alle nicht mehr, weil ich das alles schon auf Platin gespielt habe. Dürfte es gewesen sein. Nee, hier kommen noch welche. Alles klar.
Okay, das war's. Jetzt können wir den Kollegen hier zerstören. Gehen mit Ape hier runter, denn hier ist der letzte Geheimgang. Nutzen den hier runter, befreien die Motocons. Und jetzt sind nur noch 6 übrig und die sind im letzten Kapitel. Jetzt räumen wir hier wieder durch. Und jetzt kommen wir gleich ein paar Slicks von oben runter gefallen. Da sind sie auch schon. Wir warten, bis sie ein bisschen nach rechts laufen. Genau. Ach komm, das war das, glaube ich. So, hier sind die platt. Und jetzt springen wir hier ganz schnell hoch. Denn hier kommen gleich ein paar Slogs. Aber auch nicht. Jetzt, alles klar. Die eine Mine musste noch zerstört werden, deswegen kamen die Slogs jetzt da nicht raus. Schnappen uns natürlich hier den Slick, damit wir die ganzen Slogs platt machen können. Hauen die hier weg. Da kommen noch ein paar. Kontrollieren hier drüben nochmal, ob der ja auch platt ist. Aber das ist eigentlich egal. Okay. Den Slick können wir jetzt auch in die Luft hauen. So, dann laufen wir hier durch. Da passiert nichts mehr, wenn wir die Schranke oder den Alarm auslösen. Fahren hier hoch. Aktivieren den letzten Schalter. Damit haben wir Zulag 4 auch erledigt. I found the switch to kill most of the tower. And there I was in the final hour. Jetzt fahren wir nur noch wieder hier runter und haben das erledigt. So, wie gesagt, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns im letzten Kapitel, quasi im letzten Video wieder. Haut rein, ciao.